Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir spielen eine weitere Runde Ultimate General Civil War, Schlacht von Cold Harbor, 1. Juni 1864. Nach der Schlacht von Gettysburg verlor unsere Armee in Virginia stetig an Boden. Um die aggressiven strategischen Manöver des neu ernannten Oberbefehlshabers aller Unionsstreitkräfte Ulysses S. Grant zu kompensieren. Grants Armee erfreut sich immenser Ressourcen und er beabsichtigt, unsere Armee zu vernichten und die Stadt Richmond zu belagern. Trotz unserer Erfolge können wir die zahlenmäßige Überlegenheit der Union im Hinblick auf Männer, Material nicht kompensieren. Unsere Streitkräfte sind weit auseinandergezogen, um die Grenzen zu schützen, und uns stehen zur Verteidigung der nördlichen Straßen nach Richmond lediglich 3 Korps zur Verfügung. Grant versucht, unsere rechte Flanke zu umgehen, indem er Sheridans Kavallerie damit beauftragt, die Straßenkreuzung bei Old Cold Harbor etwa 10 Meilen östlich von Richmond einzunehmen. Die Unionskavallerie hat Befestigung errichtet und beide Armeen beginnen, ihre Verbände in Richtung dieser Straßen zu verlegen. Jawohl, so wie es hier ausschaut, wird hier der interessante Punkt sein. Darum habe ich hier Heinrich hingetan. Ja, unser drittes Korb ist halt die modrige Verstärkung und die linke Flanke hat Lee. So, die Unionsarmee verlagert ihre sich auf unsere rechte, genau. Der Feind legt bereits Gräben bei der Bethesda-Kirche an. Bis hin zu diesem Bereich. Ja, sind ein paar Meter. Boah, hört ja gar nicht auf. Sheridans Kavallerie hat die Straßenkreuzung bei Old Cold Harbor eingenommen und nun bedrohen die Yankees von dieser Position aus Richmond mit dem Vormarsch. Sie errichten derzeit Befestigung, um diesen neuen Ausgangspunkt für ihre Angriffe zu sichern. Wir haben mit der Verteidigung unserer Truppen zur Verteidigung der Straßenkreuzung bei New Cold Harbor reagiert, okay? Ich glaube, den Satz habe ich gerade irgendwie nicht richtig vorgelesen. Und uns weiter nordöstlich eingegraben. Na, sind mir zu wenig Bäume. Hier sind viele Bäume, das ist gut. Unsere Befestigungen erstrecken sich bis zur Walnut Grove Road. Ja, noch viel weiter. Und zur Old Church Road, wodurch alle Straßen nach Richmond abgeriegelt sind. Wir müssen die Stellung halten und Grants Armee an der Überwindung unserer Verteidigung hindern. So, das war ja viel Text. Sheridans Kavallerie kontrolliert die Kreuzung bei Old Cold Harbor und hat sie zu Verteidigungszwecken befestigt. Wir haben die Chance, sie einzunehmen, bevor deren Infanteriekorps eintreffen. Wir können schon früh den Sieg beanspruchen. Ja, das hatte ich. Ich hatte die Schlacht schon mal vor ein paar Tagen versucht aufzunehmen, fällt mir gerade ein. Komme ich gleich zu. Wir graben uns ebenfalls ein und müssen unsere Verteidigungsstellung halten. Sonst ist die Schlacht verloren. So, darf ich mal? Und zwar folgendes. Ich habe die Schlacht zweimal schon angefangen und mich zweimal aufgeregt. Beim ersten Mal hatte ich die Kanonen hier behalten, quasi weil wir den Punkt verteidigen müssen und wir sollen den einnehmen. Die müssen aber schnell agieren, weil die kriegen Verstärkung. Ja? Das heißt, ich habe mit meinem Infanteriekorb, bin ich hier rum, habe hier alles platt gemacht und bin dann hier. Also war alles easy peasy, ne? Nachdem ich hier oben alles platt gemacht habe, weil hier sind nur 300 Mann Jäger drin. Und die Kanonen habe ich hier nachgezogen und habe zeitgleich hier einen frontalen Angriff gemacht. Das heißt, wir hatten das hier easy peasy. Das ist kein Problem, das einzunehmen. Das Problem ist, die Mauern zeigen in diese Richtung, ne, die hier, die zeigt in diese Richtung und die in diese. Jetzt kriegen die Yankees von hier und von hier Verstärkung. Jetzt denkt man sich, boah, ist doch machbar. Ne? Lass mal den Punkt hier, vielleicht hier in der Farm packen wir noch was hin, weil wir da ein bisschen Deckung haben. Aber ich habe dann alles hier zurückgezogen. Jetzt kommt das Geile, ich kann diese Mauer nicht befestigen. Die KI steht hier drin. Ich kann es nicht. Oder ich konnte es nicht. Ne, dachte ich mir, vielleicht ein Bug, ist ja egal. Hab dann übelst auf den Kopf, auf die Nuss gekriegt, weil die Linie ist irgendwo durchgebrochen, weil es kommen viele Einheiten
von 500 bis 1200 Mann, die Einheiten stärken. Es sind aber mehr Brigaden als ich habe. Ich denke mal mindestens das Doppelte. Ne? Und die flankieren dich, bricht weg. Dann habe ich das zweite Mal gestartet. Denkt mir so, okay, ich igel mich ein. Passiert nichts. Ne? Die greifen nicht an. Du kriegst keine Info, dass die Verstärkung kommt. Nichts. Ne? Jetzt mache ich Folgendes. Da das Einnehmen hier keinen Sinn macht, weil ich das hier nicht halten werde mit diesen paar Einheiten. Das weiß ich einfach. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Wenn ihr es anders gemacht habt, wenn ihr es schon gespielt habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde einfach sie hier voll ein bisschen aus der Deckung rausballern und einfach nur schwächen. Ich muss mal einen Schluck Kaffee nehmen. Wenn die Verstärkung kommt und sie greifen mich an, dann hoffe ich, dass sie mich hier angreifen, also dass sie mich zurückdrängen, damit wir sie einfach nur schwächen. Was anderes haben wir jetzt in diesem Teil nicht vor. Das ist mein Plan. Das hat mich jetzt zwei, dreimal so aufgeregt, dass ich dann überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und darum habe ich dann die Schlacht ja ein paar Tage verschoben für mich persönlich. Die Position können wir ja schon mal einnehmen. Das war die Punkt halten. Kanon ziehe ich nochmal bis hier hin. Und da wir ja keinen Stress haben, weil ich die Kanonen ziemlich mit dabei haben will, laufe ich diesmal nicht. Ich habe einfach zwei Einheiten zurückgelassen, damit sie halt Deckungsfeuer geben. Weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Die sind eh nur eine, zwei, drei, vier. Es ist nicht viel. Ich will ja nur rausschießen, bedrohlich sein. Was anderes habe ich ja nicht vor. Nur, dass sie ein bisschen Leute verlieren. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht für die nächste, für den darauf folgenden Konflikt. Ah, die kriegen aber ganz schön einen drauf da. Zurückziehen. Zurückziehen. Okay, das war dann doch nicht so die geilste Idee. Versuchen wir es doch weiter nördlich. Komm du nochmal her wegen den Kanonen. Oh, wir müssen mal nicht auch nicht vorspulen. Jetzt könnte mal ein bisschen laufen. Wir bleiben nur so lange, ich glaube, ja, dass die Verstärkung ziemlich gleich kam. Dann greifen noch hier von mehr Deckung an. Nur damit sie Angst kriegen und vielleicht angreifen, weil wenn du nicht reagierst, reagiert die KI auch nicht. Hier zu dieser Häuserkette schon mal gehen. Die laufen. So, sechste Korb unter White.
trifft ein. Das heißt, wir ziehen uns zurück. Und wir ziehen uns zurück. Ich hoffe jetzt, also die Idee jetzt dahinter war jetzt, natürlich haben wir jetzt Männer verloren, die Idee war jetzt eigentlich quasi, den Feind anzulocken. Weil wie gesagt, wenn du hier einfach nur stehen bleibst, nichts machst, dann macht die KI auch nichts und greift dich nicht an. So. Darum jetzt mein Ausfall quasi. Los, laufen! Schlaft ja ein. Die Kanonen sind ja diesmal schneller als der Lane, seine Leute da. Weil wenn man sie hier vielleicht mal minimieren könnte, wäre eigentlich toll. Weil jetzt haben wir halt nur drei Brigaden. Jetzt denkt ihr, ist nicht viel. Aber hier kam wirklich, von hier kam was. Und von hier, und das war nicht wenig. Plus diese Jägereinheiten, die habe ich meistens immer nur zurückgeschlagen. Im Nahkampf habe ich ein, zwei Mal welche erobert. Aber sind dann trotzdem mir in den Rücken gefallen. Die Schweine. So, Laufen ausschalten. Haben wir schon. Laufen ausschalten. Hier können wir jetzt Laufen ausschalten. Weil die wollen ja den Punkt hier auch einnehmen. Also wir haben in der Mission ja gesagt bekommen, dass die KI ja quasi, wenn wir das hier verlieren, die Schlacht gewonnen hat. Und wenn wir das gewinnen, haben wir frühzeitig die Schlacht gewonnen, ja klar. Das geht bestimmt auch, aber ich weiß nicht wie. Wie ich den Gegen... Also das Einnehmen ist kein Problem. Das Halten erst ist das Problem. So, wir sind in Formation. Keiner läuft mehr. Alle sind dann halt quasi ein bisschen ausgeruht. Spulen wir mal vor. So, wie hoch sind die Verluste? 100. Oh je, yeah, da haben wir ja. Naja, 500 Mann locker. Oh, die Kavallerie greift an. Ist doch mal was, etwas. Aber... Scheiß Verteidigung. Weitere Korps des 6. Infanterie gesichtet. Na los, jetzt aber Attacke da. So viel kam letztes Mal gar nicht zum Angriff. Jetzt zahlen wir es zurück. Auch nur die eine Einheit, oder? Die Kavallerie und halt hier die paar Leute da. Schade, ich habe gehofft, dass sie mit mehr Leuten angreifen. Jetzt kommt wieder die Kavallerie. Kommt noch 1000 Mann von Edwards. Wir wollen es auch nochmal versuchen.
Da fallen wieder ein paar. Aber ich habe trotzdem mehr gehofft, dass der Gegenschlag größer ausfallen würde als das, was gerade kommt. Für die paar Kleckeinheiten habe ich jetzt meine 500 Mann nicht geopfert. Bin aus Versehen gegen die Maus gekommen. Ja, das war leider ein Unentschieden, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, ich finde es unfair. Die Feinde sind hier in diesen Graben drin, nur können hier rein. In diese komische Ecke da und hier glaube ich auch. Aber ich kann da nicht reingehen, das finde ich voll fies. Am besten zu verteidigen wäre das hier. Ne? Aber das Problem ist, habe ich den Punkt hier auch nicht. Weißt du, ne? Das ist halt das Problem. Und ich muss sowieso ein, zwei Einheiten zurücklassen, weil wenn ich hier nicht zurücklasse, dann kommt seine Kavallerie 100 pro und nimmt das ein. So, hier, ihr beiden nochmal. Kommt mal ein bisschen entgegen. Ah, ist eh vorbei. Ich dachte mal, ich lock vielleicht noch ein paar an. Schade. Wir müssen unsere linke Flanke sichern. Ja, jetzt bin ich auch, so weit habe ich auch noch nicht gespielt. Also es hat mich da, dieses erste bisschen hat mich schon aufgeregt. So. Warte mal. Die modrige Verstärkung ist falsch. Nein! Der dritte Korb soll das machen, nicht die vierte. Da ist noch nichts drin im vierten. Ach du Scheiße. Kann ich ins Lager gehen? Oh Gott. Kann ich später vielleicht den nochmal austauschen? Weil ihr seht ja, da ist ja nichts drin. Die waren noch nie im Kampf. 10.000 Mann wollte ich auf Reserve halten. Ich habe jetzt nur noch das, was ich übrig hatte. Es waren noch ein paar mehr. Hab halt hier ein bisschen verstärkt. Die haben jetzt schon wieder Verluste gemacht. Hier auch nochmal ein bisschen 2.500 maximal. Und hier auch ein bisschen nachgerüstet. Das war alles 1,5 größtenteils. Naja. Ich hoffe, ich kann das nochmal tauschen, ey. Gucken wir mal. Machen wir weiter. Scheiße. Dann habe ich mir wirklich modrige Verstärkung gegeben. Die schlechteste ever. Ah, das war natürlich Fail, ey. Das war ein Mega-Fail. So, wir halten derzeit den Korridor zur Old Church Road und müssen ihn um jeden Preis verteidigen. Der Wald in der Nähe des Magnolia Swamp ist eine Bedrohung für unsere Linke. Wir dürfen den Unionisten nicht gestatten, dort weitere Truppen zu stationieren. Quittesons Division aus Burnsides Corps bewacht derzeit diesen Abschnitt der Shady Grove Road. Wir müssen sie vertreiben. Nein. Die Eroberung der Magnolia Woods oder der Shady Grove Road wird die Union zwingen, ihre Verstärkung weiter östlich in Stellung zu bringen. Dies würde es unseren eigenen Verstärkung gestatten, vorzurücken und deren Linke unter Druck zu setzen. General, wenn wir scheitern, wird unsere linke Flanke verwundbar und wir müssen uns zurückziehen. Na toll. Mit 6 Brigaden? Ach, da oben sind noch mehr. Das heißt, das war, was war denn das? War es die Bethesda-Kirche? Nee. Das halten wir, glaube ich, schon alles. Habe ich nicht aufgepasst, wie die Punkte hießen. Egal, ich würde sagen, wir schicken alles da lang. Der Punkt sieht am einfachsten aus. Einfach deshalb, weil hier ist ein bisschen Wald, hier wird es auch nicht viel sein. Dann einfach hier rum einnehmen und dann das hier einnehmen. Und vielleicht ein, zwei Einheiten zurücklassen, falls die Verstärkung kommt. So, hier wird ein bisschen was sein. Peitsvolles Risiko. Kanonen.
Hier geht weiter nach da. Und ich lasse einen hier. Start Battle und pausieren das Battle. Da geht man hier in den Graben. Hier laufen. Erstmal hier in Position. Tauschen nämlich die Position und ihr dahin und ihr einmal laufen bitte hierhin. Start. Kanone hebe ich mir noch auf. Also solange da keine Gegenkanone kommt. Wir haben bisher nur eine Infanterieeinheit mit 1000 Mann. Das Doppelte haben wir hier. Vielleicht reicht das ja. Wird wahrscheinlich hier noch 1000 Mann stecken. Und wenn, sind sie noch in der Nähe. Kavallerie kann gleich weiter. 1,24. Ach, für die andere Scheiße hatten wir gerade so viel Zeit. Jetzt so gar nicht. So, rück schon mal vor. Rück schon mal vor. Da ist auf jeden Fall was drin. Surprise. Rüber. Rüber. Jetzt habe ich Angst, dass die Mission zu knapp wird. Bergab, das ist scheiße, ist das. Tja, 1-1, das geht da rucki zucki. Oh, da bricht die Moral bei Ferrero schon. Ist ja hart. Das gefällt mir ja gar nicht. Okay, dann hol den Supply. Oh, da werden wir flankiert. Schießen wir jetzt aus dem Wald raus. Dann würde ich sagen, ein hin noch als Verstärkung. Und darüber. Gelaufen, fuck. Ja, der Hang war scheiße. Die kommen dann mal als Verstärkung. Und jetzt haben wir, glaube ich, keine Zeit mehr. Kanone das Feuer. Dahin gehen. Oh, wir müssen schnell handeln.
greifen wir sie von hinten an. Marshall hat aufgegeben, der ist Marshall. Okay, da. Weiter. Supply, komm schnell durch. Lee, zurück. Weiter ran. Die laufen, fantastisch. Kanonen sind Geschichte. Lauf zurück. So. Nachkampf. So, die laufen, ist fantastisch. Bitte in den Wald positionieren. In den Wald positionieren. Komm du mal dahin. Und in den Wald positionieren. Dass wir das da halten. Müssen wir den Punkt da einnehmen. Oh. Die Mitte muss weg. 0,25 haben wir noch. So, Hirnzeitverstärkung gesichtet. Das ist natürlich scheiße. Und hier. Die laufen auch. Das heißt, wir haben gleich einen Punkt. Du musst unbedingt dahin. Mal gleich hier an die Seite ein bisschen mit dran. Oh, die Leute, die hier aufgegeben haben, die sind wohl von irgendwen wieder gekillt worden. Ne? Alter, 13 Sekunden lang umkämpft, hier ist nichts umkämpft. Ne? Wir haben das erobert. Hier ist nichts umkämpft. Ey, 10 Sekunden, das ist mich verarschen. Nee, zurück. Zurück, wir halten das da. 95% Wald. In Position gehen, beschießen. 63, noch ein Stück höher. Kavallerie, kommen wir ein bisschen näher. 4 Sekunden. Ey, wir haben es doch gehalten. Laufen. Irgendwas passt hier nicht. Da ist kein Haken dran. Magnolia war das hier. Das haben wir doch schon. Warum steht er 2 Sekunden lang umkämpft? Guerreros Division aus Bretton rückt vor. Scheiße. Wir haben doch alle Punkte. Was ist das Problem? Mal hier als Verstärkung. Okay. Huh. Unsere rechte Flanke wird angegriffen. Was sagt die Zeit? Ich glaube, ich mache erstmal einen Break. Und ja, weil wenn jetzt das Video soll ja nicht so lang werden. Das passt ja, eine halbe Stunde ist ganz gut.
Bin gut zurechtgekommen bisher. Der erste Teil dieser Mission gefällt mir absolut nicht. Ich bin immer noch unzufrieden. Und ich weiß, dass es irgendwie zu handeln ist. Ich weiß aber nicht wie und das wurmt mich. Wenn ihr es wisst, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten verabschiede ich mich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.